sports. It's in the game. Ja, liebe Leute, endlich geht's los. Ein Tag vor offiziellen Release. Darf ich endlich anfangen? Herzlich willkommen zu FIFA 23. Zu meiner Karriere, die ihr tatsächlich bestimmt habt. Dazu natürlich gleich mehr. Ja, der neueste Ableger. Ich habe tatsächlich die Ultimate Edition geschenkt bekommen. Danke dafür und darf somit 3 Tage vorab spielen. Ich werde diese Folge tatsächlich am Tag des Releases hochladen, also am 30. September. So wie es sein soll. Ich werde einen Tag vorher aufnehmen, also es ist, der Day One Patch ist noch nicht draußen. Das heißt, falls noch Bugs auftreten sollten, bitte ich dies zu entschuldigen. Legen wir los auf jeden Fall mit unserem ersten Spielmodi. Wie gesagt, wir gehen in die normale Karriere und starten eine neue Karriere. Natürlich die aktuellen runterladen. Ich habe von den Kadern her noch nichts geändert. Wird auch nicht passieren. Ich erkläre euch gleich, wie es weitergeht. Natürlich spielen wir, wie ihr das wolltet. Ich habe ein paar Vorschläge gemacht. Ihr habt ein bisschen drauf angesprungen. Eine Facebook-Umfrage gemacht. Wir starten mit einem realen Trainer. Tatsächlich, so wie ihr euch das festgelegt habt. Mal gucken, wen dürfen wir dann tatsächlich? Gibt es irgendwie... Oh ja. Wir dürfen. Ja, und damit, dass ich tatsächlich schon das für euch natürlich jetzt schon zumindest spoilern darf, darf ich tatsächlich euch begrüßen. Wir werden mit Bayreuth tatsächlich beginnen. Dementsprechend ein realer Trainer heißt, der reale Trainer heißt Thomas Kleiner. Und das wird auch so passieren. Und deswegen werden wir das auch tun. So, Outfit wechseln. Gucken wir mal, gerade mal, ob wir da irgendwas noch ändern müssten. So, bist ein Hemd. Freizeithemd schwarz. Warte mal, nee, du kriegst ein T-Shirt schwarz. So, Oberteil drüber. Und ich guck gerade, ob der doch irgendwo ein Dings hat mit Logo. Jawohl. Aber ich glaube, ein T-Shirt drunter mit Gelb haben wir nicht, ne? Ne, haben wir nicht tatsächlich. Okay, gut. Dann bleibt das so, wie das ist. So, Sporthose schwarz. Ich gehe aber auf eine schwarze Jeans. Finde ich halt ein bisschen cooler. Als Accessoire. Mit Brille gibt es keine. Aber wir nehmen gelbe Socken. Sieht man zwar nicht, aber ist mir auch egal. Und Schuhe. So. Noch irgendwas Schönes. Profilaufschuhe schwarz. Gut. Und dann gehen wir weiter. Und wie gesagt, ich habe ja schon angekündigt, wir werden mit Bayreuth unsere Karriere beginnen. Transferbudget wird 1,2 Millionen sein. Wir werden natürlich in der dritten deutschen Liga begründet. Jetzt gerade aufgestiegen, so wie ihr das wollt. Also Bayreuth realer Trainer ist tatsächlich als Vorgabe. Das Ziel ist es langfristig natürlich irgendwann alle großen Titel abzuräumen, aber das wird das mal lange eine Weile dauern. In der ersten Saison wird es wahrscheinlich Richtung Klassenerhalt gehen. Wir werden auch auf Profi spielen. Sollte das so einfach sein, werde ich die auf Weltklasse hochstellen. Sollte das so schwer sein? Ja, ich glaube nicht, aber mal schauen. So, gehen wir rein. Nehmen wir die, auf jeden Fall die Jungs von Bayreuth. Ich glaube, das, genau, Heimstadion. Jetzt muss ich tatsächlich ein wenig googeln, weil dafür kenne ich mich zu wenig aus. Ich bin vor allem bei Bayreuth Stadion tatsächlich. Hier ist es doch. Hans-Walter-Wilk-Stadion heißt dieses Stadion. Hat, ich guck mal drauf, Website. Nee, das ist falsch. 21.500 Plätze, alles klar. Guck mal gerade. Ist das das Richtige hier? 22 Union Park Stadium oder Arena Doro? Warte mal, ich guck mal gerade drauf. Es hat eigentlich eine wenig Tribünen, also eine große, eine kleine. Macht das ja am meisten schon mal Sinn, ne? Ja, das sieht eigentlich schon wieder sinnvoll aus hier. Dann nehmen wir das doch.
Gut, dann machen wir das doch. Groß, viel werden wir heute eh nicht machen. In dieser Folge. Die ersten Spiele müssen wir mal schauen, ob wir das schon machen können. Wie weit wir reinkommen. Ich habe ja so ein paar Vorgaben noch mit dabei. Jetzt, ach, Alter, nicht Wald. Alter. Wild. Stadion. Ihr habt Bock drauf, ich habe auch Bock drauf, also legen wir los mit dem Wunsch. Es waren auch mehrere Optionen zur Auswahl, aber das war hier die meistgenannte oder meist gewünschte. Entschuldigung. So. Gut, dann nehmen wir das mit. Ich muss jetzt gerade mal genau drauf gucken. Falls hier auch was rumspringt, das ist meine Katze. Sitzfarbe rot. Stadionfarbe. Bist du. Es ist natürlich blöd, dass das jetzt ausgerechnet ein Bild vom DFB-Pokal ist. Was hier drin zu finden ist. Mal. Aber kein Bild jetzt gerade vernünftig drin mit einer vernünftigen Farbe. Na, ich glaube, das ist weiß oder so. Stadionfarbe. Aber die Sitzfarbe ist ja rot, das ist ja klar, ne, oder? Ja, die Sitzfarbe ist rot, das ist klar. Das sieht zumindest aus, als wäre es weiß. Na gut. Machen wir so. So, Spielfeld. Diagonal, quer. Natürlich, klar, Standard. Eigentlich ist mehr oder weniger Standard. Breit, horizontal. Ja, das. Oder? Diagonal brauche ich nicht. Breit, horizontal. Ja. So. Kreise, das finde ich immer ganz schlimm. Linienfarbe weiß ist klar, Farbe schönes, dunkles, saftiges Grün. Netz. So. Die Farbe ist ja schwarz-gelb, das heißt, das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Nehmen wir das auch direkt. Gut, weiter. So, was haben wir denn als erstes als kleine Vorgabe? Wir haben natürlich eine Vorgabe hier von wegen, wir dürfen, ich darf theoretisch eine Übernahme machen, mache ich aber nicht. Wir nehmen die Angebote für die Jobs raus, Transferfenster lassen wir drin, so wie das sein soll. 4 Minuten Euro, Europapokal, gut, das ist jetzt für uns relativ uninteressant. Könnten wir tatsächlich in der zweiten Saison frühestens spielen mit dem DFB-Pokalsieg. Aber ob wir das schaffen, mag ich erstmal zu bezweifeln. Aber wie gesagt, mal schauen, was drin ist, wie weit wir kommen. Und ich freue mich drauf. Und ja, geht rein in die Saison. Unsere erste Saison der Aufsteiger. Wie gesagt, erste Saison natürlich klares Ziel, Klassenerhalt. Das ist, sollte tatsächlich, ja, sollte tatsächlich das realistische Ziel sein. Beispiel von meiner Apfelschorle genehmigen. Ja, ich freue mich, ich habe Bock drauf. Ihr habt es mir vorgegeben. Es waren noch mehrere andere Namen dabei, aber beziehungsweise mehrere andere Vorschläge. Ich nenne kurz die anderen Vorschläge, während ich hier ganz mal meine Speicherstunde stelle. Es wäre möglich gewesen mit einem englischen Viertelligisten, also einem Aufsteiger aus der 5. Liga, da hätte ich ja mehr Bock drauf gehabt. Ich persönlich wäre da er gegangen. Aber wie gesagt, er hat es anders gewollt. Trainer wäre egal gewesen, britische Jugend.
Meine Damen und Herren, hier kommt unser neuer Trainer. Der Realismus ist tatsächlich auch ein neuer. Thomas Klein ist tatsächlich auch der neue Trainer für die Saison. Weil Timo Ross, der die letzte Saison die Mannschaft betreut hat, ist ja nach Aue gewechselt. Auf den werden wir dann wahrscheinlich treffen. So, wie gesagt, natürlich ein Vorbereitungsturnier. Ich weiß gar nicht, ob ihr da Bock drauf hättet oder ob ihr das machen wollt. Ich würde sagen, wir machen es einfach. Wir nehmen es mit und gucken, wie die Mannschaft sich ein bisschen einspielt. Und umso mehr Geld haben wir dann. Wir nehmen natürlich das Teuerste und da starten wir dann rein. So. Ja, was haben wir denn als Vorgabe? Wir dürfen keine freien Spieler verpflichten. Während unserer gesamten Karriere dürfen wir keine freien Spieler verpflichten. Das wird natürlich lustig. Ja klar, wenn wir immer genug Geld haben, dann werden wir natürlich ein bisschen Geld schwimmen. Aber bisher ist es als Vorgabe nicht uns genehmigt, freie Spieler zu nehmen. Und wir dürfen auch keine Regents nehmen. Also wenn zum Beispiel ein Ronaldo irgendwann seine Karriere beendet, taucht er dann irgendwann hier im Spiel als Regen auf. Das dürfen wir sowas dürfen wir nicht verpflichten. Wir sollten soweit möglich realistisch halten. Das ist das große Ziel. Und dementsprechend werden wir versuchen, natürlich auch Scouts nach Deutschland zu schicken. Ich werde nur erstmal einen Scout nach Deutschland schicken, klar. Und ja, das ist der Plan an der Sache. So. Den Kader müssen wir natürlich gleich ein bisschen aufdünnen. Jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Vorgaben. Was haben wir denn hier? 16-Jähriger mit einer Gesamtwert von 1,2 Potenzial 82 bis 94 als Keeper. 16 Jahre alt. Sollen wir den schon mit hochziehen? Wäre eine Idee, ne? Der ist wie gesagt 16 Jahre alt. Vielleicht als Nummer 2, vielleicht in Zukunft irgendwann. Ja, das machen wir auch. Also, nur so nebenbei, es ist tatsächlich es gibt einen Vorbestellerbonus. Für die Spielleute. Ich habe das Spiel quasi geschenkt bekommen. Ich habe die Ultimate Edition. Habe trotzdem diesen Vorbesteller-Bonus tatsächlich dabei. Und das ist dieser geschenkte Spieler. 16 Jahre alt und deswegen nehmen wir ihn auch mit hoch in die erste Mannschaft. So, würde ich sagen. Ja. So, 15 Jahre alt, die sind natürlich noch zu. Ne, so, das wäre tatsächlich zu möglich, aber behalten wir erstmal im Auge. So. So, ich gucke gerade, ob ich doch irgendwo mein wo der Scout war. Der, glaube ich, war im Büro, ne? Ne, hier unten war es. Ich sage ja, viel werden wir heute nicht machen. Ich denke mal, in der nächsten Folge, werden wir dann anfangen, die Spiele zu machen. So, wir werden einen Scout losschicken. Warte mal, ne, den nehme ich raus, den Scout. Weg mit dir. Ja, wir haben zwar nicht viel Kohle, aber egal. Weg mit dir, brauchen wir nicht. So, haben wir noch einen deutschen Scout? Haben wir tatsächlich nicht. Wir haben natürlich auch nur Geld, also 250.000. Ich denke mal, den werden wir rüberschicken. Leider haben wir keinen deutschen Scout, aber der wird trotzdem nach Deutschland gehen. Deutschland 3 Monate. Was brauchen wir denn überhaupt für Spieler? Fällt mir so gerade ein. Gute Frage, nächste Frage. Technisch begabt ist, glaube ich, immer gut. Na, wollen wir mal einen starken Angreifer, ne? Wir schicken mal einen Angreifer raus. Wir schicken 3 Monate. Bam. Lassen wir das erstmal so sein. So, gehen wir mal rein in die Mannschaft. Teamzentrale. Wir müssen tatsächlich unseren Kader ein bisschen ausdünnen. Ich möchte gerne Spieler, die über 30 sind. Klar, das ist wie gesagt hier mein neuer Stammtorhüter. Deswegen werde ich irgendwann in der Zukunft. Ich werde den erstmal auf die Leihliste setzen, dass ich den erstmal verkaufen kann. Oh, das wollte mal bauen wir auf. Wir können ihn dann Vorbereitungsturnier mal mit zeigen, was er kann. Wir nehmen ihn das mal raus aus dem Kader. Gucken wir mal, was er kann. Also die Kader ist relativ jung, sehe ich gerade. 25, 27, das ist immer gut. Aber ist natürlich noch zu groß. Wir haben natürlich ein bisschen Vorgaben. 28, 27, Kosovo. Der sagt mir was, der Name. Aero Cianuano hat er nicht mal bei Union gespielt, so um den Ball gerade als Idee. Ne? Ich glaube, der hat mal bei Union Berlin gespielt. So, Tim Latta, ja. Ach, auch der Name sagt mir was. Nürnberg. Weiß ich gerade, war der nicht irgendwie jetzt vor kurzem noch in Nürnberg oder sowas? Oh, Name. Jan George, ehemaliger Mann vom FC Erzgebirge Aue. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, ja, das ist jetzt das halt. Okay.
Gut. Wir fangen mal an, die Kader ein bisschen aus. Und alles so, also unter 60 ist verkaufen. Außer unseren neue, also unsere neue Nummer 1 in der Zukunft. Ja, erstmal ausdünnen, ausdünnen, ausdünnen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Patrick Weimar, weg damit. So. Ich muss mal hier gleich gucken, wie ich meinen Kader aufbaue. Ich werde wahrscheinlich eher defensiv spielen. Gut, okay. So, ich werde wahrscheinlich ein defensive spielen, weil, wie gesagt, natürlich klar, bei die Defensive gewinnt die Spiele. Wie gesagt, uns geht es in erster Linie nur, wir sind erstmal um den Klassenerhalt. Das ist das Allerwichtigste. Brauche ich jetzt nicht. Warte mal, kompakt eher, ne? Dreier, offensiv, 2, 3, 1. Ja, ich spiele jetzt 4, 2, 3, 1 mit einer Spitze. An der Spitze zwei Defensiven. Da ist meine Links sich so auseinandergerissen. So, Chano Alu, den brauche ich für mich auf jeden Fall in der Startelf gerne haben damit. Warte mal, kann der Offensive spielen? Ja, der kann Offensive spielen, ne? Der setzt mal da rein auf die Position. Lass mal den als Zehner. So, ich gucke gerade, rechts, links kannst du. Du kannst auch links, rechts spielen. Links in. Rechts, okay, ich guck mal gerade, ob ich noch ein bisschen was dazu habe. Jan George, oh, Jan George, ja, der, okay, der, warte mal, spielt der, was kann der spielen, alles? Rechts und links, perfekt, dann setzt du nämlich auf die Außenbahn. Steininger, Stürmer. Ich brauche aber nicht 10 Defensive auf der Bank. So, das ist klar. Gut, Horn geht erstmal auf die Bank, das ist klar. Heinrich, linkes Mittelfeld. Ja, gut, okay. 63er, Verteidiger 60, 60. Habe ich doch etwas stärkeren Innenverteidiger eigentlich an Bord? Nee, ne? Sonst eigentlich nichts. Okay. Gut. Linksverteidiger 58, linkes Mittelfeld, Innenverteidiger Mittelfeld habe ich zwei auf der Bank. Gut, perfekt. Ich könnte eigentlich. Doch, der kann alles spielen. Okay, der kann auch rechts spielen. Alles gut. Links innen, du kannst auch innen spielen. Du kannst links spielen. Ja, du kannst aber. Ich hätte eigentlich die Möglichkeit fürs rechte Mittelfeld auf der Bank. Ich bräuchte aber einen, der auch im rechten Mittelfeld spielen könnte. Rein theoretisch. Also, ich bin so ein Fan eigentlich, der ein bisschen Allrounder spielen kann. Deswegen wird Heinrich auf die Bank gehen. Weil er aber damit nochmal schwächer ist, aber er spielt, kann auch auf die rechte Seite wechseln. Und das ist für mich eher das Wichtige. Ist für mich gerade das etwas größere Kriterium. Obwohl, da habe ich einen, ne? Da kann ich noch reinsetzen. Ein Stürmer könnte das rein theoretisch. Alles klar. Gut. Jo, passt. Ich habe natürlich die Rollen jetzt noch nicht festgelegt. Wundere mich gerade. Das werde ich jetzt auch schnell tun. Ich gucke mal gerade, wer so ein bisschen was kann, wer ein bisschen wenig kann. Kapitän Kirsch, ne. Cernado, komm. Kurzer Freistoß, mein Zehner. Hast du, oder wir hatten eine gute Freistoßposition. Du als Stürmer. Die könnt alle sonst nur schnell, das heißt, das wird passieren. Halt, nein. Kirsch hat auch mal eine 50, aber du hast ein bisschen mehr Fee drauf. Gut, kurzer Freistoß kann ebenfalls Cernado spielen. Langer Freistoß kann Kirsch spielen. Das ist okay. Elfmeter Zielreis. Linke Ecke. Ja. Okay, passt. Egal, alles gut. So, oder? Haben wir das schon ein bisschen gemacht? Wie gesagt, große Sprünge können wir sowieso nicht machen. Ich habe zumindest noch ein bisschen was in der Alternative. In der Hinterhand hier 52 bis 72, aber jetzt will ich erstmal gerade so ein bisschen Marokkaner. Ich darf ja nur. Darf ich? War das ein deutscher Jugendspieler oder so? Oder? Darf ich nur? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ne? Ich darf ja nur theoretisch. Also müsste es eigentlich rausgeben. Also Jugendspieler freigeben. Ja.
Es tut mir leid, dass ich das jetzt gerade muss. Ich darf tatsächlich nur die deutsche Jugendspieler nehmen. Und deswegen fliegen müssen sie beide aus dem Kader rausgehen. Gut. Wallet Claw. Gut. Guck mal, was. Wir dürfen ja Transfers machen, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ja, wir dürfen Transfers theoretisch machen. Wir dürfen aber keine freien Spieler verpflichten, wir dürfen keine Regions verpflichten. Okay, dann gucken wir mal, was wir auf der Transferzentrale haben. Ich gehe mal rauf, die Transferzentrale. Ich krieg natürlich jetzt wieder zigtausend Tutorials, klar. Ich finde das, was ich aber genial finde, tatsächlich mit diesem realen Trainer, dass du sagen kannst, okay, du gehst tatsächlich, du nimmst den Kader, du brauchst nicht deinen eigenen Trainer zu erstellen, sondern du nimmst einfach einen realen Trainer. Und das finde ich halt cool irgendwo. Klar, theoretisch wäre es natürlich realistisch, sagen, hey, komm, wir nehmen unseren eigenen Trainer und spielen unsere eigenen Dings, alles drum und dran. Im Nachhinein wäre es tatsächlich sinnvoller gewesen. Aber okay, wenn nimmt nee, Quatsch, realer Trainer. Doch, es war ja von euch gewünscht. Genau, alles klar. Gut. Entschuldigung. So, was haben wir denn so ein bisschen auf der Transferliste? Ach, ja, ich wollte eigentlich jetzt was anderes machen. Ich wollte jetzt tatsächlich mal auf die Transferzentrale gehen und gucken, was überhaupt so allgemein in den Ligen auf den Transferlisten sind. Deswegen gucke ich mal gerade. Transferzentrale? Kann ich nicht? Nee, warte mal, ich muss Spieler suchen, war es. Ja, war doch richtig. Dieser große Sprünge können wir sowieso nicht machen, aber ein Torjäger wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Zu sagen, okay, ich könnte mir ein Tor. Ja, warte mal, ich könnte ja mal versuchen, ob ich einen meiner Talente mal kriege. Ob ich Kleefisch kriege von RB, ob ich den leihen kann oder ob ich den kaufe sogar. Er spielt tatsächlich bei Victoria. Ja, ich hätte ihn gerne gehabt. Ich kann mal kurz bei RB gucken, ob die Talente haben. Ja, auch unabhängig jetzt vom Verein, wie man darüber denkt. Warte mal. Es sind durchaus immer einige Talente dabei. Und haben die wohl mal freie Spielerfreigabesumme umgelistet zu verleihen? Aber ich gehe mal auf Freigabesumme. Ich gucke gerade mal, was ich mir so überhaupt leisten könnte, was so in der Idee wäre. Freigabesumme 1, was haben wir momentan? Nur 1, irgendwas Millionen, ne? Also Dinge hier, die können wir uns natürlich nie leisten. Wir haben uns echt immer die ersten Jahre nicht leisten können, das ist klar. Wir werden auch bei Bayreuth bleiben. Also ich denke, unabhängig davon, was kommt, sollte es natürlich sein, dass irgendwann Alexander der Thomas Kleine, ehemaliger Fürther übrigens, sagt, ja, ich möchte den Verein verlassen und wechsle irgendwo anders hin. Bayreuth ist momentan auf Tabellenplatz 18, wir sind 19, sogar in der Tabellen in der Liga. Dann kann das durchaus sein, dass wir sagen, okay, wir wechseln. Aber eigentlich ist es der Plan, erstmal zu bleiben. Quasi unsere eigene Geschichte zu schreiben. So, ich gucke nun, wie gesagt, gerade so ein bisschen durch, was da so möglich, was möglich wäre. Nur so nebenbei. Es ist wirklich jetzt einfach nur Interesse. Es sind natürlich Angebote dabei, die wir uns niemals leisten können. Zumindest erstmal nicht. So. 1,1 Millionen. Das sind jetzt nur so ein bisschen. Obwohl, da ist man bei Dings ist tatsächlich in Stuttgart ist auch so ein Talent drin, ne? Aber der wird wahrscheinlich nicht kosten. Der. Ach, wie heißt der? Wird das wieder angezeigt? Ich gucke gleich mal nach. Mir liegt gerade auf der Zunge, ich komme aber gerade nicht auf den Namen. So. Gut, okay. Da ist bei den Spielern sind jetzt keine drin. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen durch die Vereine durch. Was wir so kaufen könnten. So. Team. VfB Stuttgart habe ich ja gesagt, dass ich das mal kurz möchte. War man. Eckloff. Hier, der war's. Der ist gar nicht so schlecht. Ich habe den mal bei dem Vorbereitungsturnier gesehen und ich habe den auch mal bei der U19 gesehen. Damals bei dem Finale der U19 gegen Schalke. Ich bin der Schalke eigentlich. Hat er mir sehr gut gefallen, hat er sehr viele gute Situationen gehabt. Da bin ich ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden. Ich gucke gleich mal nach, ob wir noch ein bisschen was haben. So. Ulrich, der ist auch nicht schlecht hier, der Junge.
Zagadou, der ist tatsächlich in Wirklichkeit auch hier schon dabei. Der ist ja echt in Dortmund seinen Vertrag ja aufgelöst und dann ja rüber gewechselt. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich ihn leihen könnte, theoretisch. So. Laie vorschlagen. Machen wir die ersten Transfers. Mal gucken, ob wir den kriegen. Wie das ganze Ding aussieht. So, ich muss gerade mal echt gucken, ob ich da jetzt ein bisschen reinkomme, ob da so ein bisschen Gerüchte drin sind. Es stehen tatsächlich aktuell keine Daten da. Es stehen keine Spieler gerade in der Gerüchte-Tabelle. Ich versuche es natürlich ein bisschen realistisch zu halten und zu sagen, ich gehe erstmal auf Laie mit Kauf, ob ich ihn vielleicht kaufen könnte. Oder ob die sagen von Anfang an, nö, ist nicht. Wie viel Budget haben wir ja nicht? 9, irgendwas Millionen. Ich werde ihn jetzt erstmal auf 3,5 ein Jahr leihen. So, Eckloff. Ich zahle 70. Ob sie sagen, ist okay. So, Transfersumme. Was haben wir denn als Angebot? Und ob der dann jetzt sagt, ich stürme jetzt hier raus, ich habe gerade keinen Bock. Nee, das ist jetzt gerade. Kriege ich ihn bezahlt? Oh! Es wäre tatsächlich möglich. Wenn der wirklich einsteigt, kann ich sagen, ich bezahle. Einfach kaufen. Ist das nur als Trikotnummer offiziell? Gut, dann ist das auch schon mal. Das wäre eine Idee. Das wäre ein gutes, ist ein gutes Talent. 17 Jahre alt, gerade mal. Und ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break. Warte mal, ich bin wirklich wieder Achtung umstellen. Warte. Ich werde kurz die Benachrichtigung stellen. Warum kann ich das nicht? Was, wie verarschen gerade? Kann ich das nicht umstellen? Oder ist das jetzt automatisch so, dass ich jetzt alles anzeigen muss? Weil vorher konnte ich das immer einstellen. Na gut, egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann geht's mal so ein bisschen los. Na, so langsam. Wir sehen uns dann weiter wieder in Folge 2. Bis dann. Tschüss.